Ja, herzlich willkommen hier in unserer Kantine. Glück auf auch dir, lieber Glück Michael. Hallo. Ja, wir sind mitten in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes und alle reden über Ampeln, Jamaika oder sogar über rote Socken. Aber uns geht es eigentlich um viel wichtigere Dinge. Uns geht es wirklich um gute Arbeit heute und auch für die Zukunft auf dem Weg in eine klimaneutrale Industrie, in eine Transformation der Gesellschaft. Also kurzum, wir wollen diese Transformation aktiv gestalten, aktiv mitgestalten. Und ja, über die To-Dos und auch über die Ideen für diese nicht ganz einfache Aufgabe sprechen wir hier in unserer kleinen Kantine nicht nur mit Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikerinnen der Parteien, sondern auch mit Betriebsräten aus den verschiedenen Branchen und auch mit aktuellen und nominierten Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes. Und über den Schwerpunkt Transformation möchte ich heute auch wieder kurz und knackig gerne mit Michael Vassiliadis sprechen. Ich brauche ihn eigentlich nicht lange vorzustellen, aber vielleicht doch nochmal. Man kennt ihn natürlich als Vorsitzenden der IGBCE, aber er ist darüber hinaus noch Chef der europäischen Industriegewerkschaften, also Präsident von Industry All Europe. Er berät aber auch die Regierung als Mitglied des Wasserstoffrates und steht dem Innovationsforum Energiewende vor. Ja, mein Name ist Sophia Schönborn, ich komme aus der Politikabteilung und bin gespannt jetzt auf deine Ideen, Michael, und auch auf deine Forderungen mit Blick auf eine gelingende Transformation. Und meine erste Frage wäre auch in Richtung, wie kann das gelingen? Was sind denn eigentlich aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für die Transformation der Gesellschaft in den nächsten 4 Jahren? Ja, Sophia, das ist eine wichtige Frage und wichtiger Punkt. Unser Verständnis von Transformation wird nicht so fokussiert und eingeengt, dass wir nur die ökologische Transformation meinen. Das meinen wir auch. Deswegen, das haben wir ja schon behandelt hier in den Kantinengesprächen, gibt es genug zu sagen zur Energiewende, zur Versorgung mit erneuerbarem Strom, zum Leitungsausbau. Alles Voraussetzungen, damit unsere Industrien am Standort bleiben können und eine Zukunft haben. Das lasse ich mal jetzt ein bisschen beiseite, weil das schon eine Rolle gespielt hat, ist aber wichtig. Das Zweite ist aber, daran haben wir ein großes Interesse, dass wir die anderen Themen, zum Beispiel die Digitalisierung, die ist ja auch erstmal abstrakt, aber jetzt nach Corona haben wir zumindest ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, Homeoffice versus mobile Arbeit, all diese Ausgestaltungsthemen verändern ja schnell und radikal die Gesellschaft. Die Regierung und die Politik hat darauf jetzt erstmal mit Corona-Gesetzgebung reagiert. Und wir müssen natürlich jetzt darauf achten, dass wir das Ganze so nach vorne bringen, dass die erweiterte Definition Bildungsinvestitionen für unsere Kinder in Digitalisierung, die Frage der ergonomischen Ausgestaltung solcher Arbeitsverhältnisse und das Nutzen von Digitalisierung im positiven Sinne für die Menschen und nicht nur für die Rationalisierung nach vorne kommen. Zweites Feld. Das dritte Feld war lange Zeit eine Diskussion, ist fast verschwunden. Wir sind in einer alternden Gesellschaft. Was bedeutet das eigentlich für unser Land? Wir haben Infrastrukturprobleme, im Moment bei der Bahn, aber insgesamt ja an vielen Stellen. Und wenn man an den Wasserstoff denkt, der schon erwähnt ist, wenn man das wirklich nach vorne bringen will, was gut wäre, dann braucht man dafür auch konsequentes Projektmanagement, da muss man Klarheit schaffen, wo wir hinwollen. Und dieses breite Verständnis von Transformation soll aus unserer Sicht nicht zur Bedrohung der Menschen werden, sondern braucht Chancen und braucht Gestaltung und dafür stehen wir. Vielleicht, wenn ich da direkt anknüpfen darf, dafür stehen wir. Was sind denn aus deiner Sicht wirklich die Antworten, die die IGBCE hier geben kann und auch nach vorne bringen will? Also die Regierung hat ja in den vergangenen Jahren immer versucht, Themen zu regeln und auch Ziele zu setzen, aber die Mittel dafür blieben ja eher überschaubar. Und wir sagen deutlich, wir wollen einen Transformationsfonds am Ende mit 150 Milliarden Euro über einen längeren Zeitraum, der zusätzlich zu privatem Geld, zu Geld der Unternehmen, zu Investoren, wenigstens die finanziellen Voraussetzungen schafft, damit wir diese Dinge alle angehen können. Das betrifft natürlich das erwähnte Energiethema, aber genauso muss man als Investition sehen und nicht als Kosten in die Bildung zu investieren, in die Weiterbildung. Die Menschen, die heute in der mittleren Phase ihrer Biografie sind, sozusagen mitzunehmen, all dieses wird zwar beschrieben, aber nicht angegangen. Wir brauchen also Geld
Und wir brauchen Kooperation und Bereitschaft, dass die Akteure, die wir haben, die Bundesanstalt für Arbeit, die Unternehmen, die Mitbestimmung, auch wirklich so miteinander verzahnt arbeiten können, dass das vorangeht. Also konkret, wir fordern seit langem ein Recht auf Weiterbildung und ein Recht auf Gestaltung von Weiterbildung durch Betriebsräte. Da passiert auch immer irgendwie ein kleiner Tippelschritt. Ich verstehe nicht, warum. Weil dieses Land braucht mehr als kleine Tippelschritte. Das kann ich auch nur unterstreichen. Ich glaube, da bist du auch mit vorne mit dabei, das voranzubringen. Aber vielleicht gucken wir noch mal, werfen wir noch mal einen Blick in die Zukunft und sagen, okay, was wäre denn die Situation in 4 Jahren? Du guckst zurück und sagst, ja, hier haben wir die richtigen Weichenstellungen gemacht für eine gelingende Transformation. Denn die Transformation ist ja in 4 Jahren nicht abgeschlossen. Die wird uns ja noch weiter begleiten und die wollen wir auch weiter begleiten. Aber wirklich, wenn du sagst, in 4 Jahren, ich guck zurück, das waren die richtigen Weichenstellungen. Ja. Also insgesamt in all den Feldern müssen wir Geschwindigkeit aufnehmen und Klarheit haben. Das habe ich ja schon erwähnt. Warum? Wir haben schon Zeit verloren und Corona hat uns natürlich auch noch mal ausgebremst. Das heißt, der Eindruck, der vielleicht da ist, wir haben da noch Zeit bei der Energie bis 2045, bei den Investitionen bis 2030, ist natürlich falsch. Jetzt. Nächstes Jahr ist Ende der Kernenergienutzung. Das heißt, die Energielücke wird größer. Die Bildungsmisere ist natürlich durch Corona für eine ganze Generation unbeantwortet. Die Studenten, Ausbildung. Ja. Ausbildungszahlen sind gesunken. Das heißt, wir müssen die Krise noch mal bewältigen, sehr schnell, und uns auch wirklich Mühe geben, dass wir nicht einfach sagen, da waren jetzt 2, 3 Jahre Krise und naja, diese Generation ist jetzt durch. Das ist das Drängendste. Aber am Ende, wenn man zurückblickt, das war ja deine Frage, müsste die nächste Regierung so schnell wie es geht, geeint, auch jenseits der Ressortfragen, das wird ja immer alles zwischen Ressorts auch hin und her geschoben, mit den Ländern, so ähnlich wie wir es jetzt bei Corona erlebt haben, nicht immer überzeugend, aber insgesamt war es ja okay, sich die Zukunft dieses Landes vornehmen. Idealerweise bieten sie auch die Kooperation an für andere Akteure in der Gesellschaft, für Gewerkschaften, für NGOs, für Unternehmen. Also die Größe dieser Transformationsidee, die auch gerne beschrieben wird, auch mit einer Größe von Umsetzung, geltlichem Einsatz, finanziellen Mitteln und Kooperationsbereitschaft zu beantworten. Also Finanzen und auch die Verzahnung auf verschiedenen Ebenen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, vielleicht können wir jetzt kommen wir wieder zurück ins Jetzt und sagen, vielleicht kannst du noch mal kurz und knackig auf den Punkt bringen, zu sagen, was sind jetzt die Forderungen? Es ist ein breites Thema, aber trotzdem, was sind wirklich die konkreten Forderungen für die nächste Bundesregierung? Ja, also der Transformationsfonds, den ich genannt habe, wir sagen 150 Milliarden Euro, kann man sich darüber streiten, jeweils Transformationsfonds. Wir brauchen eine Regionalentwicklung, wir brauchen eine Bereitschaft zur Industrie- und Regionalentwicklung. Haben wir bei der Kohle erlebt, brauchen wir generell. Die Autoindustrie steht als nächstes an. Wir brauchen das bei dem Thema Bildung, Weiterbildung, eine Verzahnung. Also das, was ich vorhin schon erwähnt habe, ein Programm, das sagt, wie können wir die Weiterbildung, Digitalisierung und Zukunftsentwicklung einherbringen. Ausbildung gehört unbedingt dazu. Also ein Programm zur Ausbildung und ein Recht auf Ausbildung. Übrigens gekoppelt mit mehr Mitbestimmung für Transformationsfragen der Betriebsräte und Aufsichtsräte. Da sind wir ja auch nicht weitergekommen. Und zu guter Letzt wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir unsere gewerkschaftlichen Möglichkeiten bestmöglich einbringen können. Es ist ein Skandal und das will ich, dass die nächste Regierung das auf die Tagesordnung legt, dass wir die Hälfte der Beschäftigten nicht mehr unter Tarifverträgen haben. Wir machen gerne unseren Job, aber in vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft ist das gar nicht möglich. Und das betrifft auch uns, obwohl wir das gar nicht so kennen, weil das natürlich immer drückt auf solche Tarifsysteme. Das sind mal die Hauptpunkte, die wir der Regierung mitgeteilt haben. Da gibt es dann viel zu erzählen, aber darum kümmern wir uns. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war jetzt zum Schluss noch mal ein guter Überblick über die verschiedenen Punkte, die eben die IGBCE hat, wenn es in Richtung Transformation geht. Du bleibst dran, wir bleiben dran. Wir als Gewerkschaft, als solidarische Gemeinschaft bleiben auch dran. Und ich sage, ja, packen wir es an. Vielen Dank an dich und ja, bis bald.